Herbst 1529. Ein riesiges türkisches Heer belagert Wien. Sultan Süleyman der Prächtige hat aufgerufen zum Dschihad, zum Heiligen Krieg. 20.000 Menschen sind eingeschlossen. In der Stadt herrschen Angst und Verzweiflung. Wenn Wien fällt, so scheint es, ist auch der Rest Europas nicht mehr sicher. Wien ist zu Beginn des 16. Jahrhunderts eine der größten deutschen Städte. Nur 150 Kilometer östlich in Ungarn beginnt der Machtbereich des Osmanischen Reiches. Im Mai 1529 überbringt ein Bote die Nachricht, dass sich in Istanbul ein gewaltiges Heer auf den Weg gemacht hat, um Wien zu erobern. Unter den Bewohnern geht die Angst um. Unter ihnen Peter Stern von Labach, österreichischer Kriegssekretär. Kämpfen. Wenn es zur Schlacht kommt, kann ich nimmer. Mein Auge ist zu schwach und die Knochen zu gebrechlich. Tag für Tag will ich daher meiner Pflicht nachkommen und das Schicksal Wiens genauestens festhalten. Wien. Eine Stadt am Rande des Habsburger Reiches, das seine Stärke und seinen Reichtum dem Meer verdankt. Wer das Meer beherrscht, beherrscht die Handelswege. Europa macht sich auf, Amerika, den neuen Kontinent, zu unterwerfen. Der Herrscher in diesem Reich ist Karl V. Er regiert ein Imperium, in dem die Sonne niemals untergeht. In Europa steht Karl V. in Konflikt mit dem Osmanischen Reich um die Vorherrschaft im Mittelmeer und auf dem Balkan. Eine machtpolitische Auseinandersetzung, schon damals stilisiert zum Kampf der Kulturen, zum Kampf zwischen Christentum und Islam. Die Belagerung Wiens ist Teil dieses Kampfes. In Diensten der Habsburger Peter Stern von Labach. Als Kriegssekretär verfasst er die offizielle Chronik der Verteidigung Wiens. Ein einzigartiges Dokument. Anfänglich, als man zählt nach Christi Geburt das 1529. Jahr, hat sich der grausame Tyrann und Erbfeind des christlichen Glaubens, Sultan Süleyman genannt, mit all seiner Rüstung und Kriegsvolk hierher aufgemacht, die Christenheit zu bezwingen und ihm untertänig zu machen. In seiner Chronik beschreibt Peter Stern die Bedrohung, die vom Osmanischen Reich ausgeht. Ein Weltreich, das vom Balkan bis Nordafrika reicht. In seiner Staatsorganisation ist es den christlich geprägten Staaten Europas weit voraus. Man konnte sogar Petitionen an den Sultan schreiben. In den offiziellen Dokumenten kann man dies sehr genau nachvollziehen. Zum Beispiel ein kleiner Bauer aus Anatolien, der eine Bittschrift über Missstände in seinem Dorf an den Sultan geschickt hatte. Daraufhin sind Staatsbeamte von Istanbul ausgesandt worden, um sich vor Ort darum zu kümmern und im Namen des Sultans Recht zu sprechen. Der Arm des Staates reichte also sehr weit. In Istanbul, der Hauptstadt des Osmanischen Reiches, herrscht Süleyman der Prächtige. In seinem Expansionswillen ist er vergleichbar mit Karl V.
Und so wie Karl V. erklärt auch er den Krieg zu einer Auseinandersetzung zwischen den Weltreligionen. Sulaiman ruft auf zum Dschihad, zum Heiligen Krieg. Die osmanischen Herrscher sahen sich nicht in erster Linie als religiöse Herrscher, auch wenn sie den Titel eines Kalifen trugen. Der wichtigere Titel war der eines Sultans. Aber als Kalifen benutzten sie den Begriff Dschihad als eine rhetorische Floskel, um die Truppen zu motivieren und ihnen ein Ziel zu geben. Dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eigentlich ein normaler territorialer Konflikt mit den Habsburgern war und nicht in erster Linie ein religiöser. Im Mai 1529 macht sich das osmanische Heer mit 150.000 Mann auf den Weg nach Wien. Die erste Station ist Belgrad. Doch der Marsch ist beschwerlich. Ungewöhnlich starke Regengüsse haben die Wege aufgeweicht. Schwere Kanonen müssen zurückgelassen werden. Das osmanische Heer versinkt im Schlamm. In den meisten Landstrichen haben die Regenfälle fast die gesamte Ernte vernichtet. Die Preise für Getreide sind 20 Mal so hoch wie gewohnt. Ein Sekretär des Sultans hält die Ereignisse in einem Tagebuch fest. Es regnete so stark, dass viele Leute im Fluss ertranken. Einige Pferde und Kamele riss das Wasser mit und brachte sie um. Die Menschen stiegen auf die Bäume und verbrachten da 2 Tage und Nächte. Der Bericht des osmanischen Sekretärs ist der einzige türkische Augenzeugenbericht vom Feldzug gegen Wien. Er existiert nur in einer Abschrift, die den Namen des Verfassers nicht preisgibt. Es muss ein Mann gewesen sein, der den Feldzug in unmittelbarer Nähe des Sultans erlebt hat. Ebenso wie der Bericht Peter Sterns ist auch seine Darstellung in offiziellem Auftrag verfasst. Der Vormarsch des türkischen Heeres ist eine logistische Meisterleistung. Nach 4 Monaten und fast 2000 zurückgelegten Kilometern ist es soweit. Das türkische Heer steht trotz aller Widrigkeiten kurz vor Wien. Ihm voraus geht die Angst. In letzter Minute versuchen die Einwohner zu fliehen. Sie glauben nicht, dass Wien gehalten werden kann. Nur 400 waffenfähige Bürger bleiben in der Stadt zurück, so vermerkt es Peter Stern. In der Vorhut des türkischen Heeres die Akinci, von den Wienern Mordbrenner genannt. Am 21. September tauchen sie das erste Mal vor der Stadt auf. Sie plündern, vergewaltigen und brennen alles nieder. Auch viele Flüchtlinge aus der Stadt fallen ihnen in die Hände. Frauen und Kinder werden von den Akinci gefangen genommen und dem türkischen Heer als Sklaven zugeführt. Die meisten Männer kurzerhand enthauptet, ihre Köpfe als Trophäen auf Pfähle gesteckt. Unsere Krieger drangen in ein Gehöft ein, ließen den muslimischen Schlachtruf erschallen, zogen die Säbel und hieben sämtliche Ungläubigen nieder. Sie raubten die Mädchen und die Knaben und machten reiche Beute. Auch dies ist ein weiterer Beweis für die Gnade Allahs. Die Wiener hoffen auf Hilfe. Doch Karl V. kann der Stadt nicht zu Hilfe kommen, denn er befindet sich zur selben Zeit im Krieg mit Frankreich. In letzter Minute schickt er 17.000 Landsknechte zur Verteidigung Wiens. In der Stadt befinden sich jetzt mehr Soldaten als Einwohner. Die Landsknechte sind Berufssoldaten, die gegen Geld ihr Leben aufs Spiel setzen. Ihre Sitten sind rau, ihr Verhalten ist angeberisch. Schon mit ihrer Kleidung drücken sie Verachtung gesellschaftlicher Schranken aus.
Provozierend hat natürlich gewirkt, erstens die große Menge an Stoff, die man verwendet hat. Man will zeigen, man gibt viel Geld raus. Das sind Leute, die das Geld hinausschmeißen. So schnell, wie sie es verdienen, wird es auch hinausgeschmissen. Das Zweite ist die breiten Schultern, auf die man Wert legt. Breite Schultern, schmale Hüften. Das ist etwas, was ganz typisch ist. Die Landsknechte wollten natürlich zeigen, sie sind eine Elitetruppe, sie können sich alles leisten und auch über gesellschaftliche Schranken hinwegsetzen. Das provozierendste Kleidungsstück der Landsknechte ist die Schamkapsel als Nachbildung eines erigierten Penis und als Symbol für allzeitige Potenz. Man hat es auch für alles Mögliche verwendet. Man hat es auch als Geldbörse verwendet. Was natürlich mitunter ganz lustig ist, wenn man so in eine Stadt einmarschiert und dann aus der Schamkapsel eine Geldmünze herausholt oder so. 17.000 Landsknechte. Um sie bezahlen zu können, werden die Kirchenschätze Wiens eingeschmolzen und Notmünzen geschlagen. September 15, 1529. Drei Tage nach den Akinci erreicht die Hauptarmee Wien. Die Stadt wird eingeschlossen, umzingelt von 150.000 Osmanen. Mit orientalischer Pracht und der Größe seines Heeres will Suleiman die Wiener einschüchtern. Er will sie dazu bewegen, auf Gegenwehr zu verzichten. Euch, dem Kommandanten und den übrigen Bewohnern der Festung Wien sei kundgetan, wenn ihr Muslime werdet, geschieht euch nichts. Solltet ihr aber Widerstand leisten, dann wird bei Allah, dem Allerhabenen, eure Stadt zu harter Asche verbrannt und jung und alt zu Tode geschlagen. Suleiman hat kein Interesse daran, die Stadt zu stürmen, denn dann muss er sie seinen Soldaten nach islamischem Kriegsrecht 3 Tage zur Plünderung freigeben. Nur wenn Wien kapituliert, gehören alle Schätze ihm. Zu diesem Zweck schickt er 4 Gefangene in die Stadt. Sie sollen die Aufforderung zur Kapitulation überbringen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, beginnt die Belagerung mit einer Waffenschau. Kaum eine Armee Europas kann sich in Disziplin und Waffenkunst mit dem osmanischen Heer messen. Die Übermacht ist erdrückend. 7-mal größer als die Stadt Wien ist das türkische Lager. Nur vom Turm des Stephansdoms aus ist es zu überblicken. Doch Wien widersetzt sich der Aufforderung zur Kapitulation. Alle Kirchturmuhren werden angehalten. Alle Glocken der Stadt hören bis auf das kleine Primglöcklein des Stephansdomes für die Dauer der Belagerung aufzuschlagen. Die Zeit steht still. Die Entscheidung zum Kampf, von Peter Stern stilisiert zum Schwur der Wiener. Edle und gemeine Kriegsknechte, die beieinander zu bleiben geloben, die Stadt und die trefflichen Kanonen darinnen, solang ihr Leib und Leben wäre, zu erhalten und, um des christlichen Glaubens wegen, beieinander zu sterben. Aber die Soldaten, die hier schwören, sind bezahlte Söldner in den Diensten Habsburgs. Es sind keine heiligen Krieger, die für ihren Glauben in den Tod gehen. Der Kampf beginnt.
Die großen mauerbrechenden Kanonen haben die Osmanen auf ihrem Vormarsch zwar zurücklassen müssen, doch mit kleineren Geschützen wird Wien nun unter Beschuss genommen. Für die Mauern der Stadt Wien sind diese aber kaum eine Gefahr. Gefährlicher sind die Kugeln, die in der Stadt einschlagen. Vom harten Pflaster prallen sie ab und richten großen Schaden an. In Wien werden die Straßen aufgerissen. Die Kugeln sinken nun in die weiche Erde. Doch die Osmanen haben Erfahrung mit der Belagerung von Festungen wie Wien. Die Kanonen sollen nur Angst verbreiten und die Bewohner Wiens nicht zur Ruhe kommen lassen. Die eigentliche Waffe der Türken? In Gräben und Tunneln arbeiten sie sich an die Stadt heran, um unter den Festungsmauern Sprengladungen zu zünden. Die Wiener wissen zunächst gar nicht, was das Graben der Türken zu bedeuten hat. Ahnungslos sitzen sie in der Stadt und warten auf einen Angriff, der unterirdisch bereits begonnen hat. Das Prinzip? Am Ende der Tunnel werden großräumige Kammern gegraben und mit Pulver gefüllt. Dann werden die Kammern mit einer Mauer verschlossen, um eine größtmögliche Verdichtung zu erreichen und den Rückschlag auf die eigenen Soldaten zu verhindern. Langsam und unerbittlich arbeiten sich die Türken an die Stadt heran. Mit jedem Tag, mit jeder Stunde wird die Gefahr größer. Während die Mineure die unterirdischen Schächte vorantreiben, spielt sich im Wiener Umland eine Tragödie ab. Immer noch sind es die Akinci, die Angst und Schrecken verbreiten. Ihre wichtigste Waffe ist Pfeil und Bogen, die sie perfekt beherrschen und die im christlichen Europa Angst und Schrecken verbreitet. Selbst für gepanzerte Reiter eine tödliche Bedrohung. Sie haben gewartet, bis der Schwertarm erhebt und dann haben sie ihm hier unten reingeschossen oder in den Schlitz der Rüstung, also des Visiers. Die konnten vom galoppierenden Pferd aus so exakt schießen, dass sie auf den Schlitz im Helm gezielt haben. Im europäischen Denken war das eher die hinterlistige Waffe und nicht die ritterliche. Die Bögen der Osmanen sind Hightech-Waffen, die hohe Spannungen aushalten. Trotz ihrer handlichen Größe haben sie eine gewaltige Durchschlagskraft. Doch der Umgang mit ihnen ist schwierig. Man muss eigentlich Jahre und Jahre üben, um wirklich exakt und gut schießen zu können mit diesen historischen Bögen. Eine Musketentruppe hat man schnell rekrutiert und angelernt innerhalb von Monaten. Und wirklich gut Bogenschießen dauert Jahre. Vor allem, dass die Osmanen in der Lage sind, vom galoppierenden Pferd aus auf ihre Gegner zu zielen, versetzt die Europäer in Erstaunen und Angst. Beim Galopp gibt es eine Schwebephase, hat das Pferd keinen Fuß auf dem Boden. Und in dem Moment muss man schießen. Wenn man das nicht macht, dann kriegt man sonst einen Schlag, dass der Pfeil dann
irgendwo hingehen. Die Akinci plündern das Wiener Umland im Umkreis von fast 100 Kilometern. Das Schicksal der Bauern, schrecklicher Vorbote dessen, was auch Wien bevorzustehen scheint. Nur selten gelingt es Überlebenden, sich zumeist im Schutze der Nacht in die Stadt zu retten. In seiner Chronik hält Peter Stern fest: Die Leute, viel tausend, jämmerlich ermordet, erschlagen und weggeführt. Die Kinder, aus der Mütter Leib geschnitten, weggeworfen oder auf die Spieße gesteckt, die Jungfrauen bis in den Tod genötigt. Der Allmächtige möge ihre Seelen gnädig und barmherzig sein und solche Morde an den grausamen Bluthunden nicht ungerecht lassen. Was Peter Stern über die raubenden, mordenden Akinci schreibt, wird das Türkenbild des christlichen Europa prägen, für Jahrhunderte. Das ist ein sehr typisches Zitat. Bluthund ist ein Wort, das sich durch 200-300 Jahre zieht. Die aufgespießten Säuglinge ist ein Bild, das man in sehr vielen Türkendrucken findet. Das waren quasi die Zeitungen dieser Zeit. Es wurden auf Holzschnitte Bilder eingeschnitzt, wo man versuchte, die Grausamkeit der Türken darzustellen. Und ein sehr beliebtes Motiv waren Säuglinge, die entweder auf Zaunpfähle gesteckt worden sind oder die auf Lanzen gespießt worden sind. Also diese Vorstellung, die noch unreife Frucht aus dem Leib der Mütter herausreißen, findet man sehr oft. Die Schändung der jungen Frauen ist ein Motiv, das sehr oft gefunden wird. Also insofern ist es ein sehr typisches Zitat. Die Grausamkeiten vor Wien sind real und bestätigt durch osmanische Berichte. Türkendrucke verbreiten die Schreckensmeldungen in ganz Europa. Für viele ist es das Einzige, was sie vom Osmanischen Reich wahrnehmen werden. Das Bild vom Türken als ein von Natur aus grausames Wesen entsteht. Unterstützt wird dieses Bild durch die christliche Kirche, die ihre Macht in Gefahr sieht. Einer derjenigen, die heftig gegen die Türken predigen, ist Martin Luther. Darum sei sicher, dass der Türke ärgster Zorn des Teufels wider das Christentum sei. Man sieht es auch, wie greulich er handelt, als sei er der zornige Teufel leibhaftig. Gerade erst ist in Deutschland der Bauernkrieg zu Ende gegangen. Die Bauern rebellieren gegen ihre soziale Not. Überlaufende Soldaten, aber auch Bauern, die ins Osmanische Reich übersiedeln, sind in dieser Zeit keine Seltenheit. Sie entfliehen einem sozialen System, das keine Chance auf gesellschaftlichen Aufstieg bietet. Das Osmanische Reich hingegen war ein sehr dynamisches Land. Da konnte ich als Bauer aufsteigen zum Pascha, zum Großvezier. Das heißt, es war natürlich sehr attraktiv. Wenn ich gerne etwas erreichen wollte, konnte ich es im Osmanischen Reich viel eher erreichen als in unseren Gebieten. Das war natürlich sehr, sehr anziehend für viele Gruppen hier. Das heißt, nicht nur Soldaten liefen über, es haben sich auch christliche Bevölkerungen griechischer Inseln sind geschlossen zum Sultan übergelaufen, weil die sagten, nee, lieber unter dem Sultan als unter dem Papst leben. Also es war in der Tat auch eine Bedrohung auf einer anderen Ebene. Es war eine Bedrohung der hiesigen Gesellschaft für Adel, für Klerus. Und daher hat vor allem auch der Klerus reagiert und hat die Möglichkeit ergriffen, mit der Schaffung eines äußeren Feindes von den eigenen Zwistigkeiten im Innern Martin Luther, Spaltung der Kirche, abzulenken. Ein Beispiel für die Aufstiegschancen im Osmanischen Reich sind die Janitscharen, die Elitetruppe des osmanischen Heeres. Über 12.000 sind es an der Zahl. Als 12- bis 18-jährige christliche Kinder waren sie aus Dörfern des Balkan geraubt, ihren Familien entrissen und, nach dem Übertritt zum Islam, in den Dienst des osmanischen Staates übernommen worden. Wer in der Lage ist, dieses Trauma zu überwinden, dem winkt eine Karriere im osmanischen Staatsapparat bis in die höchsten Funktionen der Regierung.
Ein Beispiel für eine solche Karriere. Sulaimans wichtigster Berater zu dieser Zeit ist Ibrahim Pascha, türkischer Großvezier. Er war als Kind aus einem Dorf Albaniens verschleppt worden. Die Situation für Wien scheint aussichtslos. Da beginnt es zu regnen. Ein ungewöhnlich früher Kälteeinbruch lässt die Wiener wieder hoffen. Es regnet auch denselbigen Tag für und für. Und es sollten billig die Hundsköpfe draußen erfroren sein. Aber Unkraut vergeht nicht. An Kampf ist bei diesem Wetter nicht zu denken. Die türkischen Schützengräben und Stollen laufen voll. Das Schwarzpulver für die Zündladungen wird nass. Solange es regnet, ist Wien vor Angriffen sicher. Zwei Tage regnet es in Strömen. Das türkische Zeltlager versinkt im Schlamm. Tag und Nacht starke Kälte. Es war so schlammig geworden, dass viele Lasttiere weder am Tage noch in der Nacht liegen und ruhen konnten. Es regnete so, dass es nicht beschrieben werden kann. Dem türkischen Belagerungsheer läuft die Zeit davon. Der Winter kündigt sich an, früher als erwartet. Doch dann hört der Regen auf. Die Schonfrist für Wien ist zu Ende. Der zermürbende Belagerungskrieg geht weiter. Durch die Berichte von Kundschaftern wissen die Wiener jetzt von den unterirdischen Stollen und Sprengladungen. Im Morgengrauen wollen die Landsknechte einen Ausfall wagen. 2000 Mann machen sich bereit zum Angriff. Das Unternehmen ist riskant. Wenn es den Soldaten nicht gelingt, die türkischen Mineure bei ihrer Arbeit zu stören, ist Wien verloren. Aus dem Nichts tauchen die Landsknechte in den Gräben der Türken auf. Überrascht wenden sich die Osmanen zur Flucht. Viele von ihnen werden getötet. Aber auch die Verluste der Landsknechte sind hoch. Bei dem Ausfall ist ein Gefangener gemacht worden. Er wird der peinlichen Befragung zugeführt, dem damaligen Wort für Folter. Der erste Grad hat eben darin bestanden, dass man den Leuten erst einmal die Geräte gezeigt hat. Im zweiten Grad, es waren dann solche Geräte wie diese Daumannschraube. Dies hat so funktioniert, dass man da zwei Schrauben hatte, mit deren Hilfe man diese Metallplatten zusammenziehen konnte. Die Daumann sind dann da so hineingelegt worden. Und dann hat man einen sehr massiven Druck eben auf die Daumen ausgeübt. Das war natürlich mit wahnsinnigen Schmerzen verbunden und so haben eben die Delinquenten relativ rasch gestanden. Die Wiener müssen erfahren, wo die unterirdischen Sprengladungen angelegt sind. Der Mann wird sofort der schwersten Folter unterzogen. Es war ihnen sehr wohl klar, dass sie diese ganze Prozedur nicht überleben werden. Und da hat man eben dann dafür Sorge getragen, dass man eben gesagt hat, okay, wenn du gestehst,
hast du es schneller hinter dir, auch wenn dieses hinter einem haben den Tod bedeutet hat. Unter der Folter verrät der Gefangene die türkischen Pläne. Nüchtern notiert Peter Stern in seinem Bericht: Gefänglich gehalten und peinlich befragt, sagte der Mann endlich aus über die rechts und links des Kärntner Tores angelegten Sprengladungen, von denen man bis auf diesen Tag keine Kunde hatte. Als unsere Soldaten diese Sache erfuhren, gossen sie Wasser in Becken und stellten Wachen auf. Die Angaben des Gefangenen sind nicht präzise genug. Tag und Nacht sitzen die Wiener jetzt in ihren Kellern und halten Wache. Lange vor dem menschlichen Ohr nimmt das Wasser die Erschütterungen im Erdreich wahr. Wenn das Wasser sich kräuselt, wird in unmittelbarer Nähe gegraben. Um die Stadt endlich zu stürmen, wollen die Türken unter der Stadtmauer eine gewaltige Sprengladung hochgehen lassen, um die Befestigungsanlagen zum Einsturz zu bringen. Die Türken arbeiten an vielen Stellen gleichzeitig, oft nur, um den Feind zu verwirren. Da gelingt es den Wienern, die türkische Sprengladung zu orten. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. An den gefährdeten Mauerabschnitten werden Landsknechte zusammengezogen. Die letzten Vorbereitungen zur Sprengung. Schwarzpulverladungen werden in die unterirdischen Kammern gerollt. Der türkische Generalangriff steht unmittelbar bevor. Dreißig Meter breit ist die gesprengte Bresche. Doch die Wiener sind vorbereitet. In der Lücke stehen Landsknechte. Die Osmanen rennen direkt in ihre aufgestellten Spieße. Geschlagen kehren die Janitscharen ins türkische Lager zurück. Von den Befehlshabern wird die Nachricht von der unerwarteten Niederlage bestürzt zur Kenntnis genommen. Nach dem Nachmittagsgebet wurde eine Sprengladung gezündet. In der dadurch entstandenen Bresche kämpften einige der Ungläubigen. Es entspannt sich ein harter Kampf. Weil aber die Bresche nicht groß genug war, konnte die Stadt nicht erobert werden. Unter den Offizieren kommt es zum Streit über das weitere Vorgehen. Das osmanische Heer ist am Ende seiner Kräfte.
Die Soldaten sind demoralisiert und haben kaum noch etwas zu essen. Selbst eine Rebellion der Janitscharen kann nicht mehr ausgeschlossen werden. Deutlich war die Furcht vor dem Mangel an Lebensmitteln. So beschlossen die Kommandanten einen letzten Sturm, der gewagt werden sollte. Die Festung mochte genommen werden oder nicht. Und dann solle man sich auf den Rückweg begeben. Die Moral in der Armee wurde immer schlechter. Die Vorräte wurden knapp. Es gab nicht mehr genügend Getreide und Fleisch, um die Soldaten zu versorgen. Ich denke, es war unmöglich, den Kampf noch zu gewinnen. Das Jahr neigte sich dem Ende zu. Sie wussten, der Winter würde kommen. Schon beim Anmarsch hatte es kurz geschneit. Sie hatten keine Chance mehr. Ausrufer verkünden im türkischen Lager den Beschluss zum letzten Angriff. Um die Kampfkraft neu zu beleben, verspricht Süleyman dem ersten Soldaten, der die Mauern Wiens überwindet, die Beförderung zum Hauptmann und eine Belohnung von 30.000 Aspern, eine fürstliche Prämie. Der Tag des letzten Angriffs. Süleyman lässt die Stadt stürmen. Doch auch dieses Mal rennen die Janitscharen in die aufgestellten Piken und Hellebarden der Wiener Landsknechte. Zwei Stunden dauert das Gemetzel. Dann beginnen die türkischen Soldaten eigenmächtig den Rückzug. Sie haben keine Lust mehr zu kämpfen und glauben nicht mehr an den Sieg. Stunden der Ungewissheit nach dem letzten türkischen Angriff. Noch wissen die Wiener nicht, dass die Belagerung überstanden ist. Peter Stern notiert in seinem Bericht: Die Feind haben heftig da reingestürmt, aber bald nachgelassen. Vom Feind wohl an die 350 Türken erlegt. Auf unserer Seite nicht mehr als ein Hispanier erschossen und etlich Knecht beschädigt worden. Gott sei es gelobt. Die Gefahr ist vorüber. Doch die Angst bleibt in der Stadt. Am Tage nach dem letzten Sturmangriff werden drei Männer aufgegriffen. Unter Folter sagen sie aus, sie seien Agenten der Türken. Süleyman habe ihnen den Auftrag gegeben, die Stadt an 5 Stellen anzuzünden. Er habe dann geplant, die brennende Stadt anzugreifen, während die Bewohner mit den Löscharbeiten beschäftigt seien. Die drei Trossknechte, die am 15. Oktober in die Stadt gekommen und als türkische Spione entlarvt worden waren, wurden öffentlich gevierteilt und die Leichenteile über die Stadtmauer hinausgehängt. Doch die Männer sind vermutlich unschuldig. Ihre Hinrichtung, reine Hysterie. Und das hat man sicherlich auch für das Volk gebraucht, die ja diesen Belagerungen haben standhalten müssen, in den Kellern herumgesessen sind. Und da hat man das einfach ein bisschen aus Rachegedanken sicherlich gebraucht, dass man die Leute dann letztendlich einfach gelyncht hat oder umgebracht hat. Die Vierteilung ist eine besonders brutale und unehrenhafte Strafe. Durch das Zerreißen des Körpers wird die Wiederauferstehung unmöglich gemacht. Es war nicht nur eine Strafe am Körper, sondern zusätzlich noch an der Seele des Menschen, weil man ihm eben so die Möglichkeit genommen hat, ins Paradies zu kommen. Und die Leute waren ja doch damals sehr, sehr jenseitsgläubig.
Für das osmanische Heer endet der Feldzug so, wie er begonnen hat. In Regen und Schlamm. Wie viele der osmanischen Soldaten auf dem Rückmarsch verhungern oder erfrieren, darüber gibt der Bericht des osmanischen Chronisten keine Auskunft. Auch das Schicksal des Verfassers ist unbekannt. Vom Morgengebet bis zum Abend regnete es in einem fort. Einige der Soldaten verloren in den endlosen Fluten ihre gesamte Ausrüstung. Die Pferde versanken im Morast. Es war eine unbeschreiblich große Not. Der Kampf um Wien ist gewonnen. Die Rivalität zwischen Habsburg und dem Osmanischen Reich jedoch bleibt bestehen. 150 Jahre wird die Stadt als östlicher Außenposten in ständiger Gefahr leben. Erst nach der zweiten gescheiterten Belagerung Wiens 1683 wird der Niedergang des Osmanischen Reiches beginnen. Für Euphorie gibt es in Wien keinen Anlass. Der Winter unmittelbar nach der Belagerung, ein Hungerwinter. Es ist kälter als gewöhnlich und die Ernte des Herbstes konnte wegen der Belagerung nicht eingebracht werden. Die geflohenen Bürger Wiens kehren zurück und auch die vielen Landsknechte sind noch in der Stadt und müssen versorgt werden. Peter Sterns Erlebnisse erscheinen noch im selben Winter in Wien im Druck. Das europäische Bild von den Türken wird durch seinen Bericht ebenso geprägt wie die Vorstellung von Wien als christlichem Bollwerk Europas. Also sollt ihr Bericht haben, ohne alle Umschweife, wie in dieser gefährlichen und höchsten Not des Türken beschwerlicher Belagerung die Stadt Wien und seine Bewohner sich erwehret. Im Jahre, als man zählt nach Christi Geburt, 1529.